Es gibt ein Dutzend erfolgreiche Rockstars in Deutschland, aber es gibt nur eine Nachtigall und die hat dieses Jahr ein furioses Comeback gefeiert. Sein neues Album Stark wie zwei hat Platin und dreimal Gold abgeräumt und heute ist er hier Ehrengast und bekommt den Preis für das Comeback des Jahres 2008. Ich freue mich sehr. Hallo Udo Lindenberg, hallo. Hi, hi. Ja, wir freuen uns auch total, ja, super. Du hast eben erzählt, so, du kennst ja das New Pop Festival schon, du warst ja vor 4 Jahren hier und hast einen Preis abgestaubt für Pioneer of Pop. Wie erinnerst du dich denn daran noch? Hast du schöne Erinnerungen bestimmt? Ja, das Festival war sehr schön, das ganze Wochenende, 3 Tage hier unterwegs in Baden-Baden und so, die ganzen großen Dinge, also die ganzen Gebäude, Theater und Kurhalle und Trinkerhalle, was hier alles gibt und so. Und überall Konzerte, jede Menge Kolleginnen und Kollegen und so. Sehr schön, total Party und so, sehr schön. Und das Konzert hier in Rastatt und so, war auch ein Hammer, total gut. Junge Pioniere, gab es den Preis, unvergesslich. Ja. Sehr cool. Und wenn du das jetzt siehst, die ganzen jungen Künstler heute hier, so, hast du da einen Favoriten? Gibt es da irgendjemanden, den du ganz toll findest? Das sind schon mehrere, die ich richtig toll finde, also unter anderem ja auch Duffy und so. Ne? Die gehen nachher nochmal hin, also nach dieser Show, gehen nochmal eine andere Show und so, müssen unterwegs sein, das ist sehr schön, ja. Auch die Leute mal ein bisschen genauer kennenlernen und so, ne? Ja, schön, ja. Du hast ja dieses Jahr auch das Plakat entworfen, ne, für das New Pop Festival, das haben wir hier schön aufgestellt hinter uns. Guck mal, es sind zweimal Udo, einmal Udo verkehrt herum und die schütteln sich die Hände. Ja. Was hat sich denn der Künstler dabei gedacht? Was ist denn die Idee? Ja, wir stellen die Welt auf den Kopf, ja, aber wir drehen das alles mal hier auf den Kopf und so, ne, also... New Pop Festival, also neue Sachen, also Revolution, ja, also viele Neuigkeiten in der Musik und so, alles geht, also, ne, also mach Erfindungen und so, stell die Welt auf den Kopf, ne. In Baden-Baden dieses Wochenende habe ich gedacht, das passt sehr gut, ja. Alles switcht es alles mal um und so, ne. Finde ich auch sehr geil, hängt ja über eine ganze Stadt und so, ich male ja auch sehr gerne. Die Nachtigall und der Stricher aus St. Pauli, ja. Die Nachtigall und der Stricher ist geil. Ja, du malst ja echt schon seit einigen Jahren, du hast ja auch die Likörelle erfunden sozusagen. Ja. Und deine Bilder, die hängen ja hier auch im Museum Frieda Burda bis zum 28. September hier in Baden-Baden. Ja. Was gibt's denn da zu sehen, wenn die Leute da hingehen in deine Ausstellung? Das ist ein absolutes Hammermuseum, ein fantastisches Museum mit einer enormen Sammlung von Frieda Burda. Picasso, Matisse und das ist dann wirklich alles da in allerbester Gesellschaft. Und da habe ich in einer Etage hängen, also ist eine Studioausstellung, hängen 100 Bilder aus meiner Riesensammlung. Ich habe inzwischen so an die 1000 Bilder und so. Ne? Und ich finde es natürlich sehr ehrenvoll, dass also der Stricher plötzlich Frieda Burda Museum, das ist schon also echt eine große, große Sache. Ne? Und da haben wir eine Vernissage, letzten Sonntag und so, auch sehr schön. Und das ist sehr, sehr gut. Und Frieda Burda hat eine Menge Ahnung und die Leute da erzählen mir Malerei und ich bin ja in der Malerei, sag mal, noch ein relativ junges Talent, noch nicht so lange dabei. Ne? In der Musik sehr früh angefangen, da war ich ein Wunderkind und in der Malerei, angefangen da war ich so 50, war ein Wundergreis, ne? Ja, so ungefähr. Aber wie kamst du denn zur Malerei? Was war denn da so die Idee dahinter? Hast du einfach irgendwann mal angefangen? Ich wohne ja in Hotels, ich kann zu Hause, ich muss ja irgendwo hin und so, also gehe ich in so Hotels, hänge da an der Bar. Und da kommen Leute, sagen ein Autogramm, hier gibt es nur Udogramme, ja, dann male ich so eine kleine Zeichnung, Männchen mit einem Hut auf und so. Und dann steht ein Glas Eierlikör, dann kippt das um, Blue Curacao kippt alles um und so, auf das Papier da drauf, die Likörelle. So sind sie erfunden worden, so an der Bar. Und ich male immer noch sehr gern an der Bar und in der Kneipe und so, ne? Ja. Ich muss dir sagen, ich war gestern in deiner Ausstellung hier in dem Museum und ich finde die Bilder, die so bunt sind, finde ich total toll. Und da war ja auch dieser Sonderzug nach Pankow, ist ja so ein richtiges Modell dort ausgestellt. Hast du auch angemalt, oder? Ja, haben wir auch gemacht. Ja, es gab einen riesen Sonderzug, 300 Meter lang, so davor am 3. Oktober fuhr der... von Berlin nach Magdeburg durchbrach eine symbolische Mauer, die ja immer noch steht aus Styropor, ne? Aber so eine Mauer immer noch so ein bisschen zwischen Westen und Osten und so. Ne? Man muss immer noch mehr rüber gucken, sich noch genauer kennenlernen und so. Ne? Ja, und da fuhr dieser Zug, und haben 300 Meter langen Zug bemalt und mit Folien und alles. Ich finde es so gut, wenn Malerei auch so auf der Straße oder auf Schienen stattfindet in Form von Plakaten, Rock gegen Rechts und so, dann mache ich einen Pimmelköpfe so gegen Nazischweine und so, dann mache ich große Konzerte und hänge dann meine Bilder aber auch eben als Plakate da in die Städte rein und so. Ne? Ja. Sag mal, ist das richtig, dass du für so ein richtig großes Bild 7 Flaschen Likör brauchst? Also landen die 7 Flaschen wirklich dann auf dem Bild oder... Landen die noch irgendwo anders? Das ist eigentlich Jammer, man könnte das Zeug auch saufen. Ich muss immer ein bisschen abschmecken und so, was die Konsistenz, ob das Zeug wirklich gut ist und so. Ne? Aber in der Tat, also für die ganz großen Bilder, so wie Angie, Merkel, das merkel ich mir, da gibt es ein großes Bild.
vor einem Himmel aus Eierlikör und so, ne, und geht dann viel Eierlikör geht da drauf. Ne. Aber man kann das ja nicht weg, man kann das auch wieder hinterher ablecken. Kann man, wenn Alkohol ausgeht oder so, ne, weil kein Alkohol und so, kann schnell wieder nach vorne lutschen, was an den Bildern. Ne. Großer Vorteil. Ne. Ja. Was ich auch total abgefahren fand und in deinem Bild mal auch gesehen habe, du hast ein Schlagzeug erfunden, mit dem du irgendwie so Farbe an die Wand spritzen kannst, quasi den Ejakulator. Ja, ja. Ne. Erklär mal, wie funktioniert der genau? Der Ejakulator, das ist ein Schlagzeug, ich bin ein Schlagzeuger eigentlich und so, und da sind Farben drin in Trommeln und Trommel, da kommen so Farbkaskaden rausgeknallt auf riesen Leinwände, die ich vorher bemale und so, ne? Und dann kommen, also, oder mit Stiften und so, die Story da drauf und so, und dann kommen die Farben da drauf und später wird es nachbearbeitet mit Besen und mit Sprays und so. Das Schlagzeug auf einer Drehbühne, ja, das sind große Leinwände, 7 Meter und so, mit Band, also richtig Happening, richtig Action, ne? Macht total Spaß. Das ist der Ejakulator. Klingt ja ein bisschen auszöhnen, nicht wahr? Ein bisschen, aber passt zu dir. Sag mal, macht dich das dann stolz, wenn dann so Künstler wie Markus Lüpertz zum Beispiel, der ja auch Kunstprofessor ist, deine Bilder richtig toll finden? Ja, das finde ich ja gut. Markus Lüpertz kenne ich auch schon ein bisschen länger. Ich bin extrem, also sehr guter Maler, guter Kumpel und so. Und als ich anfing, habe ich ihm das gezeigt. Er sagte, ey, du bist zu beneiden, weil du hast es nicht gelernt, also keinen akademischen Hintergrund und so. Ja. Du hast eine solche Unbefangenheit, so unbekümmert, wie du es machst. So sorglos, so gesetzesbrecherisch, ne? Weil du kennst die Gesetze der Malerei ja gar nicht. Sonst würdest du wieder ganz anders malen. Das soll man nicht, habe ich gelernt, das darf man nicht, ne? Das tut man nicht. Und so. Hältst du dich daran, an diese ganzen Regeln? Nee, eben gar nicht. Okay. Eben gar nicht. Ich male einfach so frei, locker raus und so. Und der Lüpertz sagt dann auch, und wie auch andere Kollegen, eben, du hast mir das gesagt, Josef Beuys hat mir das auch schon gesagt, mach du deinen Streifen, das ist genau richtig so. Ne? Finde ich nämlich auch. Und jetzt ist nämlich auch so ein Bildband erschienen. Ich habe den sogar dabei. Ich habe den gekauft gestern. Ah, ja. Ja, schau mal. Ja, ja, magst du mal erzählen, was gibt es denn da drin zu sehen? Also das ist jetzt so, das erste so richtig allumfassende, also richtig super umfangreiche Werk über die Malerei. Und es wird auch erzählt so von den Anfängern, und wie er losgeht in den Ateliers, im Hotel, an der Bar und die ganzen Storys und wie ich dann da male, hier zum Beispiel Likör und so, und Nina Hagen und so, die zusammenkommen, hier ist zum Beispiel eine riesen Privatsammlung, die ganzen Bilder, die ganzen Zyklen, die 10 Gebote haben wir hier, weißt du, also Verständigung unter den Religionen und so, ja, gegen die schrecklichen Kriege und Völkermorde und so weiter, dann ist die Religion sagen, klar, der andere Gott ist auch cool, habt ihr einen anderen Gott, ist auch cool, Hauptsache wir regeln das friedlich und so, ne, ja. Oder die Goethes Faust. Was ist denn das mit Faust? Genau, so. Ja, ja, Goethes Faust und ganze Zyklus auch. So, wieso gerade Faust? Ja, weil Goethe hatte Geburtstag, 250 Jahre hatte er Geburtstag. Und dann hat sie mich eingeladen, eine Kunstsammlung zu Weimar, in das Schloss in Weimar, wo er tätig war und so, als Geheimrat. Und dann habe ich das zum Anlass genommen, meine Fantasien über Faust zu malen. Also auch sehr große Formate und so. Und dann hing ich da eine Kunstsammlung zu Weimar. Und dann war auch aus Goethes privatem Wohnsitz, also seine Privatsammlung, dann auch Bilder da, zum Beispiel unter anderem auch Leonardo da Vinci. Und da hing ich daneben, Leonardo, wie krass, wie keck, wie verwegen. Aber okay, so ist es dann gelaufen und es war ja auch geil, ne? Ja, und dann haben wir bei Beuys auch schon mal Ausstellungen und Kanzlerabend und Haus der Geschichte und, ne? Und so sind wir mit der Malerei auch ordentlich irgendwie aktiv und so. Und die ganze Malerei, die ganze Story und die ganzen Gedanken und Philosophie, die es dazu gibt, ist hier in diesem Buch. Das finde ich auch sehr cool, wenn ich das hier gerade mal zeigen darf. Ja, ist das dann so dein Tagesablauf? Ja, ja, normalerweise stehe ich ja mit und die Nachtigall muss ja lange schlafen, auch wegen gutes Aussehen, muss in die Frischhaltetüte, muss nicht vor 12 Uhr aufstehen. Stehe am Melli auch einen kleinen Kater von der Nacht zuvor und so, ne? Wieder wach, ein kleiner Flirt, ein bisschen Kundendienst. Und dann ist sie auch schon wieder unterwegs und dann ist es auch schon 22 Uhr und dann hat er sie verschluckt, irgendwas Falsches eingenommen und dann liegt um 24 Uhr auch schon wieder, oh, das bin nicht ich, aber es ist. Okay. Gibt so Leute, die so leben, habe ich schon mal gehört. Na gut, dann lass jetzt mal wieder über die Musik reden. Stark wie zwei ist jetzt das erste Album seit 8 Jahren, ne? Ja. Das auch richtig gut angekommen ist. Kritiker sprechen jetzt schon wieder von einem neuen Udo Lindenberg. Wie hast du denn jetzt die letzten Monate erlebt? So, wie ordnest du denn dieses Album jetzt auch ein? Ja, ist total lustig. Es gibt ja jetzt so ganz junges Publikum, also Kinder, die sagen, das ist der neue Sänger mit dem Hut. die kennen mich von früher gar nicht, weil wir sind schon ein bisschen länger dabei und so. Und die kennen das nicht, aber ältere Leute sagen, ist egal, ist er wieder da und so. Und er hatte ein bisschen Pause, hat auch andere Sachen gemacht. Atlantik gefährt seine Theaterproduktion, er hat eben seine Malerei gemacht oder Weltreisen und so. Ne? Und jetzt die Neuplatte geht riesig ab, Riesentournee kommt ja jetzt auch.
Riesenhallen, also ausverkaufte oder Zusatzkonzerte und so. Und das ist wunderbar. Es ist eine so große Freude. Die ganze Band und ich, wir kneifen uns den ganzen Tag. Und es ist wirklich wahr, dass es so abgeht nach 30 Jahren in dieser Branche und so. Ne? Ja? Da haben ja auch ganz viele Freunde mitgemacht, ne? Till Brönner, Juli Silbermond, Helge Schneider, Annette Humpe. War das von vornherein so eingeplant oder hat sich das während der Arbeit ergeben? Ja, das sind so meine Freunde, ja, Annette Humpe oder Jan Delay und Helge Schneider und so, mit denen ich auch so privat viel zusammen. Und dann, ja, denke, grübel, und ein bisschen Demos machen, ein bisschen gucken, ein bisschen schnacken und so, ein bisschen unterwegs sein. Und dann sind die Songs entstanden, die haben uns auch gut Zeit gelassen, sehr gut. Ich hatte einen Top-Produzenten, Andreas Herbig, und Henrik Menzel und Jam, ja, die drei, also die absolute Genialisten und so. Und die haben sich so liebevoll, also dem Material dann zugewandt und so, den Texten und den Kompositionen, die dann beigesteuert wurden, unter anderem auch von Juli und von allen möglichen Leuten. Und dann ist das so, dann so gewachsen, so über doch ziemlich längere Zeit, 2 Jahre vielleicht insgesamt. Und jetzt ist das Ding gekommen. Ja, also jetzt geht's ab wie Schmitz Katze. Ja, ganz viele junge Künstler sagen ja, dass du ein ganz großes Vorbild für die bist. Wie ist das denn umgekehrt? Beeinflussen dich junge Künstler dann auch und inwieweit? Ja, also zum Beispiel mit Jan Delay bin ich ja viel zusammen und dann fahren wir nachts Rennauto oder so, Autobahn, hören Songs und so, so Sound so und so. Hier, der Sound, Synthesizer schmeißt weg, lass ihn bei der nächsten Platte. Also wir tauschen uns aus, er erzählt mir auch von seinen Sounds und seinen Klangbildern, seinen Fantasien und so. Und wir sprechen über die Texte und so, sehr, sehr viel Austausch. Und dann kriege ich auch viele Ideen, viel Anregung, viel Inspiration. Auch von den also noch jüngeren Vögeln und so. Ne? Also es bleibt alles in der Familie, so eine Art Familienunternehmen ist es ja. Ne? Und dann Silbermond auch und so, da hängen wir zusammen. Und es ist schön, zusammen mit denen so ein Ding dazu kreieren. Yeah. In deinen Texten geht es ja auch ganz oft um Freundschaft. Und Eddie Kante hat jetzt auch in der Zeit erzählt, wie das eben ist, mit dir befreundet zu sein. Ich glaube auch so, du bist so eine coole Socke, dich kann man irgendwie nachts um 4 noch anrufen, wenn es einem schlecht geht und du hilfst einem dann aus der Patsche. Ja, das ist eine klare Sache. Ja. Ne? Ja, so in unserem Freundeskreis ist es so üblich. Ne? Wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, dann aber natürlich auch anrufen, wenn wir eine gute Zeit haben. Hier ist gerade eine Riesenparty, komm mal schnell unauffällig rüber und so. Auch nachts um 4 geht auch. Ne? Aber gab es in deinem Leben auch mal Momente, wo du froh warst, richtig gute Freunde zu haben? Ja, natürlich, die brauchst du doch. Klar. Die Freundschaft ist das wichtigste Fundament, finde ich. Liebe natürlich auch, aber Liebe kann, oder Verliebung oder Beziehung, du weißt, das kann doch schnell mal ein bisschen wackelig werden und so, ja. Oder ein bisschen krisengeschüttelt. Ja, Freundschaft ist so ein stabiles Fundament, auf dem wir so stehen, ne? Ja. Deswegen ist so ein Clan, den ich habe, für mich auch total wichtig, ne? Ja. Ja. Da gehört auch Eddie dazu. Ja, ja. Cool. Was ich auch gelesen habe, ist ein wichtiger Inspirator deiner Karriere war unter anderem auch Hermann Hesse. Und das ist hier sogar so wichtig gewesen, dass du ein Hesse-Lesebuch rausgegeben hast. So, was fasziniert dich denn an Hermann Hesse so? Hermann Hesse habe ich so entdeckt, da war ich so 18 rum und so, habe gelesen, Steppenwolf, Siddhartha, Demian, solche Geschichten und so. Und ich habe gedacht, Moment, wie kann das angehen? Der schreibt ja direkt über mich, der kennt mich doch gar nicht, ja? Sondern genau meine Story, also meine Empfindung. Ja. Angesichts so, der Weltlage und so, wie, ne, und auch die Loslösung von zu Hause, ne, also sowas. So einen eigenen Weg finden und so, ja. Auch konsequent einen eigenen, den individuellen Weg gehen. Oder auch den lindividuellen Weg gehen. Machst du auch die Kesse, machst du Hermann Hesse, weißt du, ne? Also auch mal frech, ne, provokant, sehr speziell und so, ne? Und dieses heilige Individuum, das ist das, was ich bei Hermann gelernt habe, ja, dass man so hauptsächlich nach seinen eigenen Gesetzen leben sollte und nicht nach irgendwelchen anderen Gesetzen oder nach Lehren oder nach Lehrern oder so, dass man hören soll in sich selber, weißt du, wo das eigene Gewissen und die eigene Richtung so rauscht und so, ne? Und das fand ich total gut, das habe ich immer begleitet und so, und dann habe ich es auch mal wieder ein bisschen vergessen, dann war es wieder da und dann haben wir ein Festival in der Hermann-Hesse-Stadt in Calw vor 2 Jahren und dann so eine Art Wiederentdeckung Hermann Hesse und dann habe ich auch seine Spuren begeben, seine Lebensstationen, so, ne? Montagnola und Geinhofen und Kloster Maulbronn, wo er überall so war und so, Tübingen. Und dann wieder gelesen und Zürich und der Steppenwolf, Harry Haller und der Maskenball, Theater für Verrückte und so. Da ist ja genau mein Ding und so. Und so eine Verwandtschaft, die ich da so spüre, habe ich gedacht, zusammen irgendwie Hermann Hesse Stiftung, Lindenberg Stiftung, junge Bands unterstützen, die auch eben krasse eigene Texte machen und so. Da gibt es einen Panikpreis, ja, der wird jedes Jahr verliehen und so. Angela Sparker hat dieses Jahr den ersten Preis gekriegt und so, die kommen auch mit auf Tournee.
Also das ist eine schöne Sache. Also nicht so mitmarschieren in der Masse und so, nicht sich so dauernd im Vorwege schon mal so zensieren und sagen, wenn ich das singe, spielt es kein Sender, oder wenn ich das singe, dann nimmt... Nicht so große bei dir ist jetzt auch deine Tour. Deutschland wird dich jetzt live wieder sehen können. Was können denn die Fans, was erwartet sie? Da kommt ein Typ, der ist Woddy Woddy Wodka, der kommt aus der Hallendecke, habe ich gehört, hier runter, Astronaut, ja. Tatsächlich, ich habe nicht auch irgendwas von einem Astronauten gehört, das stimmt also. Ja, und immer schön der NASA nach, ja. Und dann kommt mit einem riesen Helm und der Astronaut kommt da runter und so, ja. Ne? Und dann mal gucken, ja, und dann das Programm, wir fangen jetzt Montag an mit Proben und so, ne. Und dann mal gucken, was da alles so entsteht. Wir haben dabei eine fantastische Sängerin, also Ellen Tendamo und Vanessa Mason und Natalie Dora, also vom Allerfeinsten. Und Gäste und Überraschungen und so. Und es kommen bei etlichen Konzerten, kommen aber auch Helge Schneider und Jan Delay und auch Stefanie Silbermond kommen auf die Bühne. Ja, also schön. So Familien, ja genau, das ist Familie. Sehr ja. Cool. Dann meine letzte Frage zum Schluss. Du hast mal gesagt, dass du seit deinem 27. Lebensjahr von Beruf Udo Lindenberg bist. Wo steht denn dann Udo Lindenberg in 10 Jahren? Wie wird sich dein Beruf da weiterentwickeln? Ja, das ist ja der Beruf des Abenteurers, ne? Und der Abenteurer weiß nicht so ganz genau, wo es lang geht, also ungefähr die Richtung so. In etwa weiß er schon, dass er mit großer Liebe und Leidenschaft weiter Musik machen wird. Und auf die Bühnen, das braucht er, das ist so wie der Fisch in seinem Wasser, in seinem Element und so. Und auch mit der Malerei, da merke ich schon, dass mich das auch weiter juckt und so weiterzumachen, ne? Und ansonsten, ja, Abenteuer, ne? Und Abenteuer muss auch offen sein. Die Open Road, die offene Straße. So wie mein Hut, der heißt auch so, der heißt echt, der kommt aus New York, ja? Und der heißt The Open Road, die offene Straße. Wow, was ein tolles Schlusswort. Udo, darf ich dich jetzt aber noch bitten, ich habe mir das Buch ja gestern gekauft, würdest du mir da noch ein Udogramm reinmalen? Ich habe hier sogar noch einen Stift. So. Ich kann die Zigarre auch. Ein schönes Udogramm noch. Guck mal, hier ist ja sogar schon deine Unterschrift. Ja, ja. Jetzt mache ich eine kleine Zeichnung hier rein, ne? Ja. Ein bisschen Nachtigall-Klick, ne? Oder mit Hut und Sonnenbrille, heute mal zur Tarnung, ne, gut getan, kann aus Bescheid. Hier eine Flosse mit Kannst Zigarre. Kannst du mich da auch noch daneben mal? Ja, können wir versuchen, ne? Boah, ey. Das ist ein Eierlikör. Jetzt bin ich stolz wie Bolle. Muss da drauf und so. Und jetzt mal Eierlikör kipp ich dann drüber. Mal dich als Chefin hier ein bisschen oben drüber, ne? Ja. Ja. Frau mit dem Überblick da oben, ne? Ja, ja? Überblick. Bonnie, sehr schön. Bonnie hast du ja. Das ist so. Wow, ja, so. Lange Haare. So, ne? Oh. Hübsch, ne? Hübsch, ne? Super hübsch. So, hier ein bisschen, ja. Siehst du? Trompa, boah, oder? Passt doch absolut. Ein Traum, ich bin Trompa. So stolz. Wie ist der Name noch? Hi, Nela. Nela. Genau. Nela und Udo. Trompa, alles klar. Mein Gott. Udo, ich werde nicht mehr schlafen können, bis ich das jedem gezeigt habe. Schaut mal. So in live. Eben, das sind wir live. Udo, vielen Dank, das war sehr schön hier mit dir. Ich wünsche dir ganz viel Spaß heute Abend. Okay, danke. Das war Udo Lindenberg. Mann, freue ich mich jetzt. Vielen Dank. Total.